Jo, liebe Leute, es ist wieder Zeit für The Quarry. Also, für euch ist Zeit vergangen, für mich geht's weiter. Und zwar mit Kapitel Nummer 5. Der letzte Kapitel war ein bisschen kurz, aber mal schauen, wie dieser Kapitel. Vielleicht geht dieser ein bisschen länger. I don't know. Schauen wir uns, was so abgeht. Hä? Und hier machen wir direkt weiter und stürzen uns hinein. Okay. Kapitel 4 haben wir geschafft. Kapitel 5, Grundrauschen. Buahaha. Okay, dann ans Funkgerät. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist Scheiße. geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war. Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Du bist abgehauen. Angriff. Bist du abgehauen? Ich war ganz allein. Nick, ich konnte doch nichts tun. Ich meine, ich dachte. Was? Hauptsache dir passiert nichts, ha? Nein, nein. Abby fühlt sich unwohl. Na und? Alter, du hast mich im Stich gelassen. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Oh, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denk stark. Ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Oh? Habt ihr das auch gehört? Und Ryan werden schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Es ist vielleicht gefährlich. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Hackett's Quarry Lodge. Alter, die hat schon Mut, eh? Die geht jetzt einfach da raus. Gut, die hat zwar eine Knarre, aber trotzdem. Kann sie umgehen. Der Kamin. Ah, was machen der hier? Was machen die denn?
die machen vielleicht was verbarrikadieren oder so. Hier ist niemand. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Blute sie? Ja. Ich würde sagen, er sieht dich jetzt nicht. Na gut, ist halt ein bisschen dunkler, okay, ja. Kann man auch gelten. Voll erwischt. Sag doch was. Nein, scheiße, jetzt bin ich zu spät, Alter. Ich hab verpennt, Mann. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich hab gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir... uns kennenlernten und den Start des Camps und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick, was hast du gesagt? Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick, ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Das Gefühl, es hätte mehr passieren können. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Was? Du hörst dich mal zu, oder? Nein, ich... Wow. Ja. Bin ich so langweilig? Oh Gott. Dein Bein. Ich will nur, dass wir sicher sind, okay? Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich. Schon okay, ich schaff das. Wir rennen die. Läuft im Terminator. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch. Verstecken. Verstecken. Aber er könnte auch was sagen, dieser Idiot. Oder? Wenn er schon uns hilft eigentlich, könnte er auch was sagen. So, hey Kids, ich helfe euch oder so. Ich kann Angst haben. Ich weiß ja nicht. Ja, perfekt. Locker. Und der hat nichts gesehen, ne? Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio... Das ist der Werwolf, ja. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp-Radio? Ich meine... DJ oder Musik. Ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der Quantenphysik. War
Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? Würde ich's nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's mal? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Alter, wo ist denn dieser blöde Funkradio? Ist da? Zeitungsartikel. Mit der Brief an Krankenschwester. Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Da hinten. Öh. Noch nichts gehört, hä? Okay. Okay. Oder Kratzspuren an der Wand. Sehen Sie die nicht? Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H. brauchte... mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Abweisend. Das wird uns wohl keine große Hilfe sein. Unterschätze nie die Power der Technologie. Ist Technologie das richtige Wort? Nein, ja, du hast recht. Das ist mehr wie Magie, Mann. Oh, dann bist du wohl der Zauberer. In gewisser Hinsicht schon. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber
Ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Ein paar von uns sind verletzt. Und wir brauchen dringend Hilfe, also bitte, hier sind fiese Bären und wir wissen nicht weiter, ihr müsst uns helfen, SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Oh shit. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Was ist noch? Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Die haben uns gemeint. Oh Scheiße, die haben uns gemeint. Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, Scheiße. Fuck. Ey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Okay. Oh shit. Ich war nicht sicher. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Ihr nimmt deine Knarre in die Hand, Mann, ey. Brian? Ist das ein Bär? Ja, wo soll ich denn schießen? Was ist das? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein! Drück die Taste!
Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann. Der macht sich in die Hosen. Töten es. Wir haben eine Knarre. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Sicher bringt das was. Ach, Scheiße. Hast du eine bessere Idee? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine frequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir es. Rückkopplung. Okay. Er macht das. Okay, komm, dann. Du schaffst das. Gleich. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Dann mach das. Irgendetwas fehlt, aber. Aber was? Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung. Okay. Was macht denn der? Boah. Okay. Oha, jetzt machen wir einen auf so, Alter. Kettensäge, was nehmen Sie? Muss das sein? Ja, tu es einfach, los, tu es einfach! Oh! Nur eine Fleischwunde. Hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest draufdrücken. Fest draufdrücken. Ah, dieses Kabel. Was muss ich tun? Hast du die Tasse? War ist weg. Ach, Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Ganz schlechte Idee. Ja, Chef. Oleg. Scheiße. Ja, aber er steht noch, ey. Respekt, Alter. Ist es sicher?
Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Oh, Alter, der läuft einfach so cool rum, Mann. Ich bin auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Heilige Scheiße. Auf jeden Fall. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Alter, wer ist denn das? Wer ist da? What the fuck? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Scheiße, Dylan, was ist das? Blut. Oh mein Gott. Ist es Jacob da? War das Jacob? Oder wie der andere hieß? Alter, ich... Keine Ahnung, ich peile gar nichts mit dieser Story. Jetzt haben wir noch eine Frau mit einer Augenbinde, die unterwegs ist. Das ist ja mysteriös vom Feinsten, ey. Akte X, was geht, ey? Der Rabe. Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden. Du musst nur suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Okay, das war Kapitel 5. Ich denke, Jacob hat's erwischt. Hä? Von einer mysteriösen Frau wieder. Ist wieder jemand Neues im Spiel. Also seid dabei beim nächsten Let's Play von The Squarius. Es ist spannend, liebe Leute. Ich peile es nicht, aber es ist spannend, auf jeden Fall.